und weg ist er. Ach, Piccolo, du willst auch noch? Kannst du gern haben. Kein Kommentar! Sorry. Das war echt kein Kommentar, ne? Also, perfekt. Beim Tutorial, ja, aber hier? Es taucht kein Gegner auf. Ich hoffe, es bleibt bei diesen drei Gegnern. Alle Level 6, alle Level 6, alle Level 5. Also, ja. Die Gegner werden schwächer, anstatt stärker. Vier Showdown ist... Ich bin nicht so gut in Englisch. Du musst nicht in Englisch sprechen. Guck mal, wir haben jede Menge Klos. Wenn man ja die Story durchhat, kriegt man ja C21 als Kämpfer. Ich habe die heute mal online gesehen und mein Gott, geht da richtig ab. Ach, ich darf sogar mein Key jetzt aufladen. So. Und jetzt? Bei Superangriff L1 drücken. Das war böse, ne? Könnte man eigentlich wunderbar machen, um Dings, Gegner irgendwie. Und nochmal! Ich glaube, ich mache damit gleich meinen Gegner platt. Er zieht ja doch schon. Kann ich ja eigentlich auch hier? Funktioniert tatsächlich auch. Komm. Ah, nein, nein! Nicht jetzt! Komm mal her! Komm mal her, Vegeta! Und nochmal! Woo! Woohoo! Alter, mit allen drei. Superangriffskraft erhöht Stufe 1. Oh, nice. Könnte jetzt sogar meine Superangriffskraft steigern. Nein. Ich glaube, die normale Angriffskraft ist, glaube ich, ein bisschen hilfreicher. Wenn ich jetzt Stufe 3 gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, lohnt sich. Aber jetzt gerade, nein. Anscheinend kommen keine weiteren Gegner. Bleibt also hierbei. Vergesst nicht, dies auch mal online einzusetzen. Dass man ja die Spezialangriffe miteinander kombinieren kann. Mit einem verstärkten Spezialmove. Ja. Das ist dann sowas. Oder auch nicht. Was? Drücke. So. Ah, okay. So. Was? 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 Ach so, das ist. Das hier, ach so, ja.
Naja. Ich habe keine Zeit mit dir zu spielen. Tut mir leid. Wirklich. Ach, tschüss. Neununddreißig Treffer? What the fuck? Voll nicht übertrieben. Alter, war ich aber übertrieben. 39 Treffer? War jetzt mit der Kombo dazu gerechnet? Weil anders kann ich mir nicht vorstellen, warum ich 39er Treffer-Kombo halten sollte. Kampftutorial. Es nervt wirklich. Ich hoffe, die sind jetzt mal langsam vorbei. Weil laut welcher Tutorial noch Kopf habe, richtige Tutorial, müsste, glaube ich, so langsam aber sicher wirklich da vorbei sein. Ja, ich bin momentan auch die Kombos am Üben. Diese richtig krassen Kombos, die es da gibt. Alter, die sind richtig schwer. Das habe ich doch gerade schon gemacht. Oh ja. Eieieiei. Ah, komm. Ich rede gerade irgendwie ziemlich wenig, ne? Kann das sein? Egal. Weil ich weiß auch nicht, was ich hier großartig zum Spiel gerade sagen soll. Das ist immer das Schlimme dabei. Ach komm, ach komm. Tschüss. Oh, dann ist doch durch diese Kombo. 40er Treffer. Nice. Tutorial abgeschlossen. Dafür gibt es noch ein paar Bonus-Szenen, aber. Immer dieses Kampf-Tutorials. Kein Gegner mehr. Alles klar. Also können wir direkt zum Boss gehen. Gegen Son Goku, Piccolo, Cell, Klo. Gegnerfähigkeiten Ki-Ladung Stufe 2. Das heißt, er laden sich noch schneller auf, wenn sie Ki laden sollten. Wenn sie sollten, was sie sehr, 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 sehr selten tun. Total regungslos. Total regungslos, die Gegner. Ich bewege mich keinen Zentimeter. Level 8 alle. Das ist schon eine Hausnummer. Aber für mich. Zu einfach. Pass auf, jetzt kommt noch ein Tutorial. Das wäre der Oberhit, ey. Nee, okay, alles klar, das ist ein richtiger Kampf. Na, okay. Jetzt wollte ich einmal kurz Ki laden. Halt die Fresse hier, stör mich nicht. Hihi.
Okay, das funktioniert anscheinend nicht so gut miteinander kombiniert. Wäre auch zu schön gewesen. Das wäre viel zu schön gewesen. Wow! Okay, alles klar. Ist okay. Schön, dass du mich aufladen lässt. Na komm! Na, nein, das wollte ich auch nicht machen. Sollte mal testen. Ja, ich bin. Na, scheiße. Na, scheiße, dafür brauche ich ja mal wieder Key. Okay, alles klar. Ich krieg das einfach nicht hin mit den flüssigen. Ich krieg das einfach nicht hin mit dem flüssigen Ausführen der Spezialattacken. Jetzt habe ich es hingekriegt. Ich wollte eigentlich diesen Drachenfaust einsetzen und dann die Superattacke direkt danach einsetzen. Hat aber irgendwie nicht funktioniert, wie ich das wollte. Schade. Das wollte ich eigentlich versuchen. Habe ich aber nicht hingekriegt. Ich krieg dieses flüssige Viertelkreis nicht hin, wie manch andere. Selber kann Piccolo die Gedanken lesen. Ach so, ja, okay, stimmt ja auch wieder. Was denkst du von Piccolo? Was? Son Goku fällt auch immer wieder drauf rein, ne? Immer wieder. Oh, das ist so ein Typ, der tritt in jedes einzelne Fettnäpfchen. Piccolo habe ich auch noch nicht gekämpft. Muss ich gleich machen. Mal gucken, wie der ist. Mal gucken. Verwünschter Gerette Piccolo ist jetzt im Team-Menü verfügbar. Jetzt weiß ich auch, was hier so gemeint ist. Es sind einfach unnötig viele Karten hier. Es ist wirklich. Man rettet hier die ganzen Einzelnen, sondern irgendwie geht's nicht so hundertprozentig voran mit der Story. Ja, das merkt man hier gerade. Irgendwie zieht sich die Story wie so Kaugummi. Aber wirklich wie Kaugummi. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder schlecht. Ich meine, in anderen Dragon Ball Teilen haben sie es auch hingekriegt. Eine vernünftige Story. Also gut, es ist immer die Dragon Ball Z-Story gewesen, mit vielleicht auch noch die GT-Story. Aber sie haben es irgendwie hingekriegt, dass es nicht so zäh wurde. Also das hier wirkt gerade so wirklich wie Kaugummi. Ach, schon wieder? Was willst du? Hau rein! Ab durch die Wand mit dir! Bis auf den Kampf hätte ich nicht mehr benötigt. Tut mir leid. Wie geht das? Wollt's was? Achso, stimmt ja, ich habe ja Piccolo. Okay, er setzt das ein.
Was passiert? Nein! Scheiße! Was passiert eigentlich, wenn das hier trifft? Oh, was war das denn? Kurz? Ja, alles klar. Was war das denn jetzt, Piccolo? Ach, okay. Der Piccolo hat dann hier so einen Griff. Aber der Gegner kann direkt danach blocken. Wirkt ein bisschen wie Final Flash, ne? Ein bisschen, aber auch nur. Da, bei ihm ist es eine Energiekugel, bei Vegeta ist es ein Energiestrahl. Ich hoffe mal irgendwie so, die Story geht mal langsam hier so ein bisschen voran, weil, ja, wie gesagt, also es ist wirklich sehr, sehr zäh. Ich glaube, ich lasse jetzt auch so langsam ja hier ein bisschen die Gegner aus, weil irgendwie, es geht für mich nicht so wirklich von der Story her voran. Deswegen lasse ich oben den Trunks weg, lasse ich vielleicht ein paar EXP liegen. Ja, okay, mein Gott, ist halt so. まさか自分のクローンと戦うことになろうとはね。どうやら木の量や性質も俺と同じレベルのようだ。おそらく体の構造や能力も俺と同じなんだろう。しかしここまで長所と短所がすぐに分かる相手も珍しいだろうね。自分のことは自分が一番よく分かっている。今回自分が相手だからこそできる戦い方をしてやる。 Ja, Piccolo, du darfst alle Register ziehen. Nein, bin ich ready? Nein, 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 nein! Versuche ein 10er-Treffer-Kombo. Okay. Ist doch ganz einfach, glaube ich. So, ne? Ja. Aua! 20er. Ja, gut, ich weiß, wie ich einen 20er-Kombo ohne Probleme hinkriege. Eins, zwei, drei. 30er-Kombo, ne? Ja. Ups. Gut, das wollte ich jetzt noch nicht. Da ist der Gegner gerade dummerweise über mich gesprungen. Hm. Danach eine 40er-Kombo wahrscheinlich, ne? So. 40er-Kombo, ne? Ne, besiege den Gegner. Okay. Und weg. Sieggesundheitsregeneration erhöht, Stufe 1. Habe ich ja schon gehabt. Oder? Ich meine, ich habe das schon gehabt. Hm. Egal. So. Ich gehe jetzt hier lang, da drauf und dann zum Boss. Ich könnte zwar die ganzen Gegner mitnehmen, aber wie gesagt, es wird mir langsam einfach zu eintönig. Es sind immer wieder dieselben Gegner. Es ist immer wieder das Gleiche zu sehen. Also, es ist nichts Atemberaubendes. Ich meine, ich bin vielleicht irgendwo vom Level ein bisschen zurück, aber scheiß drauf, Alter. Ich meine, ich komme momentan mit meiner HP-Leiste ohne Probleme klar.
Ich meine, vielleicht im Endgame wird es mir vielleicht irgendwo... Schon wieder was? Oh, das ist schon eine 20er-Kombo. Alles klar. Da brauche ich wahrscheinlich nur Piccolo. Nein. Da brauche ich alle drei. So. War doch ganz einfach. Tutorial abgeschlossen, ja. Würde mich nicht wundern, wenn ihr schon abgeschaltet habt, weil das immer das gleiche ist. Ich glaube, in jeder Folge kommt nur einmal so eine kleine Zwischensequenz. Mehr kommt, glaube ich, hier nicht wirklich vor. Vielleicht mal hier, um ein bisschen andere Kämpfer zu sehen, aber